Im Jahr 2013 führte unser Team eine kleine Filmaktion bei der Selfkanbahn durch. Lok 20 bespannte einen frühmorgendlichen Güterzug und der Dieseltriebwagen MEG T13 fuhr voraus. Warum? Erfahrt ihr später. Unmissverständliche Weckruf am Staatsner Berg sorgt für Euphorie beim Filmteam. Eins mit Sternchen. Fotosafari im Harz, auch geschissen. Fährst zum Selfkant. So. Lass da einfach aus. Hör ich hier? Ja. Die heutige 5,5 Kilometer lange Selfkant-Museumsbahn verläuft auf einem Abschnitt der ehemaligen Gallenkirchener Kreisbahn, die auf fast 40 Kilometern die ländliche Region zwischen Tüddern und Alsdorf verband. Nach der Eröffnung im Jahr 1900 wurde der Betrieb sukzessive aufgegeben und im Jahr 1970 endgültig eingestellt. Bereits zuvor begann man mit der Aufnahme vom historischen Verkehr, der als Ursprung der heutigen Museumsbahn gilt. Die Aktiven haben es geschafft, die Verkehrsgeschichte ihrer Region bis in das 21. Jahrhundert lebendig zu erhalten. Na, ist doch klar. Scheinanfahrt! Jetzt wisst ihr auch, warum der Triebwagen vorausfuhr. Wir wollten Lok 20 ungewohnt in Szene setzen. Die zahlreichen Filmaufnahmen fordern natürlich ihren zeitlichen Tribut. Zugführer Christoph sollte also recht behalten. Max, ich hatte doch schon immer gesagt, ich habe noch nie einen Flugzeug erlebt, der pünktlich gefahren ist. Nach kurzem Wasserhalt in Stahe erreichen wir den heutigen Endpunkt der Museumsbahn, den Bahnhof Gilrath. Von hier aus ging die Strecke weiter bis ins 5 Kilometer entfernte Gallenkirchen. Dieser Abschnitt soll seit Jahrzehnten wieder aufgebaut werden, um der Museumsbahn einen Anschluss an das DB-Netz zu verschaffen. Aufgrund der hohen, siebenstelligen Kosten sind diese Pläne jedoch bis auf Weiteres vertagt worden. Auf der Rückfahrt lassen wir die meisten geplanten Filmaktionen ausfallen, um den weiteren öffentlichen Betriebsablauf nicht in Verzug zu bringen. Lok, Triebwagen und Güterzug werden dringend für die Rangieraufgaben in Schierwaldenrath benötigt. Ja.
Verkehr, Mitfahrt, erste Wagen, Plattform, geht steil. Wir können euch einen Besuch bei dieser kleinen Museumsbahn im Westen Deutschlands nur empfehlen. Schaut mal vorbei.